Okay, willkommen in der Interviewreihe des Studiennetzwerks für integrative Medizin. In diesem Monat geht es jetzt um ja, unser Muskel- und unser Skelettsystem. Und da habe ich als erste Interviewpartnerin Michelle Siegmund. Spreche ich es richtig aus? Siegmund, ja. Siegmund. Michelle Siegmund, genau. Die habe ich gefunden, weil sie Phototherapie-Pflaster anbietet und sagt, damit kann man Schmerzen schnell wegbekommen. Und gerade unser Muskel- und Skelettsystem, da kennen wir ja alle Schmerzen hervorragend gut. Und da hört sich ja das natürlich so, klebe mal ein Pad drauf und dann sind die Schmerzen weg. Hört sich ja gut an. Ich meine, wir kennen es ja von den Morphiumpflastern. Aber was ist bei euch anders? Wie funktioniert das bei euch? Genau, hallo, ich sage erstmal hallo, vielen Dank, dass ich dazu eingeladen wurde. Ja, ich möchte ganz kurz über die Biophotonen-Patches sprechen. Das ist eine Phototherapie, die erst seit 2012 auch in Deutschland eigentlich erlaubt ist, damit zu arbeiten. Man kann fast sagen, es ist so ein bisschen eine Akupunktur ohne Nadeln. Aber das Schöne daran ist, dass wir mit einem Patch arbeiten, was keinerlei Wirkstoff. Also das heißt, wir wirken non-transdermal. Es ist eine Informationsmedizin. Es geht also kein Wirkstoff in den Körper. Auf diese Patch sind ungefähr 3,5 Zentimeter groß. Hätte ich mich mal doch vorbereitet, sondern ich zeige gleich noch mal eins, wie die aussehen, dass man sehen kann. Sie sind ganz, ganz flach. Mein Freund beschreibt es oft wie eine Hostie. Jetzt habe ich auch schon eins hier. So sieht es aus. Es ist also ganz minimal. Es trägt auch kaum auf der Haut auf. Darauf sind Polysaccharide. Es sind also Zuckermoleküle, Aminosäuren und stabilisierter Sauerstoff. Das bedeutet, wenn wir das Pflaster auf den Körper setzen, auf bestimmte Punkte, wir nehmen da natürlich ein bisschen unsere Meridiane oder vor allen Dingen unsere Akupunkturpunkte in dem Bereich mit ein. Das heißt, wenn wir das Pflaster auf diese Punkte setzen, dann wird das Pflaster durch die Körperwärme erwärmt. Wir wissen, jede Zelle, das hat schon Albert Popp gesagt, strahlt Infrarot ab. Und wir wissen natürlich, wenn eine Zelle gesund ist, strahlt sie ein anderes Licht ab, als wenn sie erkrankt ist. Das bedeutet, in dem Moment, wenn wir das Patches auf die Haut setzen, strahlt das Infrarot, das von der Zelle abgegeben wird, gegen dieses Patch. Es kristallisiert die Substanzen wie zu kleinen Spiegelchen und gibt eine neue Information in den Körper und erinnert die Zelle, wie sie einmal war. Das bedeutet vor allen Dingen auch, dass wir durch diese abgegebene Infrarotstrahlung quasi das wieder zurück in das Gewebe reflektieren und dadurch wird die Haut stimuliert. Und wenn wir die Haut stimulieren, werden wiederum spezifische Regionen in unserem Gehirn auch stimuliert und dadurch haben wir diesen Effekt in Sekundenschnelle. Das heißt also, wir arbeiten in Lichtgeschwindigkeit. Das hört sich hervorragend an. Also mit Informationsmedizin bin ich ja gut bekannt. Ich habe ja auch ein SKIO-Gerät und arbeite halt ja auch übers Quantenfeld und die Teile sind mir ja bekannt und jetzt, die ja an meinem Programm Erbanlagen ändern, teilnehmen, die lernen ja auch, wo sind die Meridiane am Körper und welche Meridianpunkte, auf welche musst du besonders achten, wo ist es wichtig, dort selbst machen, weil bei mir geht es ja viel um Selbstheilungsberatung. Mhm. Aber kann ich jetzt einfach sagen, ja, dann kaufe ich mir halt so ein paar Pads und klebe die da halt irgendwo rauf, wo ich merke, ja, der Punkt braucht Unterstützung oder wie funktioniert das jetzt mit so einem Pads? Also uns liegt es am Herzen, dass man schon ein gutes Hintergrundwissen zu den Patches hat, weil die Patches sehr, sehr viel im Körper bewirken. Das bedeutet auch, wir können dadurch auch oder müssen auch achten, dass Medikationen verändert werden können. Und deswegen ist es unser Anliegen, nicht einfach nur Patches zu kaufen und zu kleben. Ich erlebe ganz oft auf meinem Weg, dass manche Therapeuten auf einer Heilpraktikermesse waren und haben die Patches an einem Stand gekauft und kommen zurück
und haben 10 verschiedene Päckchen da liegen mit unterschiedlichen Namen und Farben, aber keiner weiß eigentlich, wo setze ich was hin. Es gibt zwar die Möglichkeit, dass ein kleines Begleitheftchen mit dabei ist, aber das Anliegen von meinem Freund und mir hier in Deutschland beziehungsweise mittlerweile europaweit ist es, gut ausgebildet zu sein, wie die Patches wirken. Und dann, wenn der Therapeut weiß, oder nach unseren Schulungen weiß der Therapeut genau, wo die Patches ihre beste Platzierung finden. Und dann ist es aber die tolle Möglichkeit, dass der Patient, der Klient, ich rede nicht vom Patienten, ich rede lieber vom Klienten, das ist positiver für mich, also der Klient zu Hause die Möglichkeit hat, sich selbst am Körper zu platzieren. Der Unterschied zu einer Nadel ist, da muss ich genau den Akupunkturpunkt treffen. Hier bei den Patches ist es eben anders, dass das Patch ungefähr handflächenbreit ausstrahlt. Das heißt, der Patient bekommt von mir einen Plan mit, wo er genau die Punkte von mir eingezeichnet bekommt, wo er an den nachfolgenden Tagen nachkleben muss. Man sagt, die Wirkdauer ist zwischen 12 und 16 Stunden, aber wir erleben oft auch, dass das Patch noch nach 24 Stunden, vielleicht auch mal nach 48 Stunden noch ein bisschen was abgibt. Es kommt natürlich auch darauf an, wie derjenige aufgestellt ist. Bei ADHS-Kindern, die ich sehr oft begleite, weil da kommen wir oder haben Möglichkeiten, auch ohne Medikamente mitzuarbeiten, ist es so, dass bei denen das Eon-Patch, das wirkt vor allen Dingen auf den Zellstress und da ist viel Stress vorhanden, ist es so, dass das Pflaster oft mal nur eine halbe Stunde am Körper oder sogar eine Stunde hält und dann macht es plopp und fällt ab. Das ist einfach, der Körper hat jetzt so viel Information bekommen, dass es ihm genügt und dann fällt das Patch einfach ab. Man kann sich das wie eine Dartscheibe vorstellen, treffe ich genau den Punkt, habe ich 100%, bin ich ein bisschen nebendran, hat das trotzdem seine Wirkung. Deshalb kann der Patient zu Hause an den behandlungsfreien Tagen, also wo er nicht in der Praxis ist oder im Institut, weiter behandelt werden und kommt weiter in einen Selbstheilungsprozess. Das hört sich ja irgendwie hervorragend an, dass ich selbst mich unterstützen kann, aber natürlich nicht irgendwo, sondern man bekommt dann von dir so die Liste oder von dem entsprechenden Therapeuten, der das anwendet, bekommt man die Liste und kriegt gesagt, nehme diese Punkte, mache es dort, damit man selbst immer wieder guckt und der Körper weiß selbst, wie lange Information fließt, weil wenn die Information genug geflossen ist, fällt das Pflaster ab und dann weiß ich auch, jetzt ist der Punkt, ein neues zu kleben. Genau. Und das Schöne ist daran, dass wir ja nicht einen Wirkstoff in den Körper geben, sondern wir aktivieren wieder unsere Stoffe, die auch gebraucht werden. Und da zum Beispiel vor allem unser Glutathion, und da wird sehr, sehr wenig drauf geachtet. Ich erlebe auch immer wieder, dass ganz, ganz viele Ärzte, wenn ich sage, Mensch, Glutathion, und man muss achten, gerade vor allen Dingen auch in der alternativen Krebstherapie oder viele, sage ich jetzt mal, Ärzte, die damit arbeiten, schauen vor allen Dingen nach diesem Wert. Das Glutathion haben wir von Geburt an in jeder Zelle und das heißt, wenn wir sagen in jeder Zelle, können wir uns vorstellen, wie wichtig es ist. Es sind vor allen Dingen, sage ich mal, unsere Türsteher vor unseren Zellen. Und man hat zum Beispiel ganz, ganz tolle Erfolge, gerade auch bei Patienten mit Parkinson und da gibt es ein ganz tolles Video, da verweise ich oft hin, das kann man sich mal anschauen in YouTube, wo ein Kriegsveteran, der mittlerweile an Parkinson erkrankt ist, kaum mehr klar und deutlich sich artikulieren kann und keinen guten Gang mehr hat, nicht mehr stabil auf den Füßen steht und er bekommt eine Infusion. Und nach der Infusion ist es so, dass er wirklich klar und deutlich sprechen kann und auch einen anderen Gang hat. Aber Infusion hört sich ja jetzt nicht an wie Pad kleben. Nein, genau. Und da ist halt der Unterschied, man müsste normalerweise 30 Tage eine Infusion geben, um circa um 15-30% unserer Glutathion im Körper anzuheben. Mit dem Patch ist es wirklich so, wir setzen es auf, die Information geht an die Zelle, Körpereigenglutathion wieder zu bilden und darüber gibt es auch Studien, also wir haben über 74 unabhängige klinische Studien, nicht im Eigenlabor gemacht, die nachweisen, was passiert. Und mit diesem Patch ist es nachweislich, auch im Blut nachweisbar, dass nach 48 Stunden
Kleben eines Patches unser Glutathionwert um 300% wieder erhöht wird, was im Blut nachweisbar ist. Oder das heißt, es gibt so die innere Kraft dieses Glutathion, ja, für die Zellen. Auf alle Fälle. Ich nur mit dem Pflaster, was den Stress nimmt, das Eon und auch das Glutathion, habe ich oft schon bis zu 50% am Schmerz oder Schmerz reduziert, ohne dass ich an der Stelle war, wo wirklich der Schmerz quasi entstanden ist. Wenn jemand mit Schulterschmerz kommt, mit einem Knieschmerz. Ich klebe nur auf den Punkt LG14, das ist in der TCM oder im traditionellen chinesischen Medizin der Punkt aller Strapazen, und klebe ein Glutathion, zwei Finger unter den Bauchnabel, das ist der Punkt Konzeptionsgefäß 6. Das heißt, es gleicht auch das Yin Yang wieder aus und somit haben wir die Möglichkeit, dass schon oft bis zu 50% Schmerz genommen ist. Das ist in Sekundenschnelle. Aber man muss auch achten, das Glutathion ist auch das Pflaster, wo besonders viel Reaktion im Körper passiert. Das heißt, da sage ich immer, schaut euch die Klienten an, die Kunden an, wenn sie kommen. Oft sind manche auch so verbiestert, versteinert. Und auf einmal kommt ein Lachen ins Gesicht, die Mimik wird anders. Frauen, die sehr so maskulin sind, und das ist ja oft der Fall auch bei Frauen, die Brustkrebs oder halt auch Unterleibskrebs haben, das sind ja oft Menschen, die ihr Leben lang ihren Mann stehen mussten und das oft auch schon in der Mimik zu sehen ist. Und wenn wir dieses Pflaster kleben, verändert sich sofort was. Es kommt ein Lachen, aber es ist ja eine ganz andere Mimik, es kommt Farbe ins Gesicht, aber in dem Moment, wo wir Glutathion auf den Körper setzen, wird auch eine Entgiftung eingeleitet. Das heißt, wir sind alle und tragen ganz viele Gifte in uns, ob es von der Umwelt her ist, Elektrosmog, von Insektiziden, Pestiziden, Herbiziden. Wenn wir das Pflaster aufsetzen, kann auch eine Reaktion kommen. Aber das Tolle ist ja, reagiert jemand, nehme ich das Pflaster weg, lasse Wasser nachtrinken und sofort ist die Information unterbrochen. Hat jemand ein Medikament in sich, braucht es ja doch mal wieder einige Stunden oder Tage, bis es aus dem Körper ist. Ja. Da ist ja das Hervorragende, wir im Studiennetzwerk haben ja immer das Modell der 5 biologischen Naturgesetze mit unten drunter und wir wissen, dass wenn ein Konflikt gelöst wird, wenn ein Stress rausgelöst wird, muss der Körper mit Entzündung reagieren, dann daran sehen wir, ob wir erfolgreich sind. Also das, was andere dann als Krankheit und als wirklich schlecht empfinden, wir wissen, und wenn wir wissen, in welchem Gewebe der Stress ist, können wir vorhersagen, an welcher Stelle Entzündungen kommen werden. Genau. Und daher, dadurch ist ja für uns auch dieser Glaube, man darf gute Mittel nicht verwenden, weil dann kommen Symptome. Ja, für uns, wenn wir genau hingucken, was für Symptome sind und die Veränderungen in der Zeit beobachten, da sehen wir ja sehr häufig, dass ein Mittel muss, damit es wirkt, kann es nicht einfach mal eben sozusagen so schupp und alles weg, sondern damit es wirkt und wirklich der Konflikt im Gewebe gelöst wird und nicht bloß es in die Adaption kommt, ja, dass es ins Unterbewusstsein oder ins Unbewusste geschoben wird, da müssen Symptome kommen. Also sehr genau. Wichtig. Und je mehr jemand natürlich reagiert mit einem Pflaster, desto mehr weiß ich, wer braucht das. Gerade wenn ich das setze und es kommt eine Reaktion vom Körper, gut, dann ist der Punkt vielleicht momentan etwas zu intensiv. Dann weiß ich eben, umzuwechseln, dann gehe ich auf Dreifacherwärmer. 5 ist da immer noch eine extreme Reaktion, dann gehe ich auf Leber 3. Und das ist das, was ich halt in unserem oder in unseren Workshops weitergebe, dass wir wissen, wie wir dann reagieren. Aber je mehr Reaktion kommt, weiß ich, es passiert was. Und gerade wenn wir auch unsere Icewave-Patches setzen, das sind Patches, die für alle akuten Schmerzen vorhanden sind, aber auch entzündungshemmend wirken, die aber auch Blockaden und Verspannungen lösen. Und da fangen ganz viele an zu frieren. Und viele sagen, ach, ist das jetzt fange ich an zu frieren. Dann sage ich, aber das tut ja noch nicht weh. Und dann sage ich, und dann ist es auch gut. Da passiert was und so soll es auch sein. Und wir wissen auch gerade bei den Glutathion, das ist zum Beispiel auch ein Türöffner, weil wir mit den Patches ja auch an Tieren arbeiten. Viele Tierärzte und Tierheilpraktiker arbeiten mittlerweile mit den Patches und haben halt schnellen Zugriff auch. Und das ist auch ein Türöffner, um ans Tier heranzukommen.
Und das Glutathion oder auch das Carnosin, das ist ja auch ein körpereigenes Antioxidant. Und gerade auch Veganer und Vegetarier haben das sehr, sehr wenig, weil das kann man leider im Blut nicht nachweisen und ist hauptsächlich über Fleisch zuzuführen. Und wir haben hier die Möglichkeit, auch über das Patch körpereigen wieder die Zelle zu erinnern, Carnosin zu produzieren. Weil ab dem 40. Lebensjahr allgemein auch durch unsere Umwelt manchmal schon viel früher unsere Ernährungsweise und sich eben Stoffe in unserem Körper leider schon früher abbauen, die aber essentiell einfach wichtig sind. Und gerade auch das Carnosin, weil wir es ja mit dem Skelett hatten. Wir wissen vor allen Dingen, Carnosin kommt vor allen Dingen in unserer Skelettmuskulatur vor. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Stoff. Und das Carnosin hat die Fähigkeit, auch Schwermetalle eben zu binden und aus dem Körper zu führen. Es setzt sich quasi in die Zelle rein, regeneriert und repariert unsere Zellen, dass sie 30-40% länger leben können. Und das ist Wahnsinn, was wir damit auslösen können, gerade bei allen neurodegenerativen Erkrankungen. Es gibt auch eine Studie darüber, wenn wir 30 Tage Carnosin kleben, verbessert sich unsere Leistungsfähigkeit um 125%. Und wie gesagt, Carnosin kommt vor allen Dingen auch in unserer Skelettmuskulatur vor. Und bei allem, was mit Muskulatur, mit Sehnen, Faszien zu tun hat, auch wenn ein Bruch da war, arbeite ich ausschließlich mit Carnosin, weil Carnosin da eben relativ schnell einen Erfolg und eine Unterstützung bringen kann. Das ist ja auch dadurch, dass ich sage, ich glaube daran, dass es funktioniert. Ich mache es extra ja für mich. Kommt man ja auch aus dieser Selbstwertschiene rein. Also Knochen sind ja bei uns so ein typisches, ja, da ist irgendwo mit dem Selbstwert was nicht ganz in Ordnung. Aber das ist ja aber tief unten in den Faszien, in den Muskeln, in der Glattmuskulatur ist es ja gespeichert und triggert uns immer wieder an. Und dann ist es natürlich gut, wenn man so einen Impuls kriegt in den Körper rein, der dann sagt, ja, hier, ich habe alles an Stoffen, was du brauchst, entspann dich. Richtig. Das, was damals war, ist längst vorbei. Genau, und der Körper kann sich genau das nehmen, was er braucht. Ja? Also unsere Zellen sind ja so intelligent, das ist ja wichtig, dass die Kohärenz vor allen Dingen, dieses Ordnungssystem besteht. Und wenn die Kohärenz, dieses Ordnungssystem stimmt in unserem Körper, dann findet halt auch die Zellkommunikation statt. Und das unterstützen wir einfach wieder mit den Patches, dass unsere Zellen wieder in diese Kohärenz kommen. Und das, oder zum Beispiel eine Krebszelle, die ist ja so aufgestellt, dass sie das ganze Licht aus dem umliegenden Zellgewebe, Zellgebieten abzieht und denkt, es ist positiv für die Krebszelle. Aber was die Krebszelle nicht weiß, dass sie sich dadurch selbst den wird und sich selbst zerstört. Und deswegen umso mehr können wir halt mit den Biophotonen da auch nochmal einen Ansatz bringen, auch in dem Bereich. Ja? Im Krebsbereich kommen wir ja anders her, da sagen wir, es gibt keine Krebszellen in dem Sinne, sondern es gibt nur Zellen, die werden vom Gehirn gesteuert. Mhm. Und wenn das Gehirn gerade sagt, ist gerade Kacke am Dampfen, jetzt muss getan werden, halt in diesem Bereich, in diesem Gewebe, ja, dann passiert was. Also von daher, wir kommen ja sozusagen von der anderen Seite, da ist ja nichts Bösartiges in dem Sinne für uns. Und deshalb passen ja natürlich genauso eine natürlichen Mittel hervorragend, weil dort geht die Information zurück. Wir wissen ja, wir haben eine Kommunikation zwischen dem Gewebe und dem Gehirn und das kommuniziert in einer Tour. Und wenn man dann natürlich sagt, okay, ich biete dort Informationen, damit er in die Entspannung kommt, damit er weiß, ja, da sind noch mehr Organe, die kann mit unterstützen. Ja. Und du bist in einem Mensch, der könnte dir auch helfen, aus deiner Situation rauszugehen und vielleicht mal was anderes auszuprobieren und nicht immer zu spielen täglich. Grüß das Murmeltier. Also da gebe ich vollkommen recht. Natürlich, deswegen habe ich ja auch nochmal die Ausbildung mit in der Tiefenpsychologie gemacht, weil ich weiß, da sind ganz, ganz viele Ansätze. Es wird alles vom Unterbewusstsein im Endeffekt mitgesteuert, ja, dass wir da einen Ansatz immer finden müssen. Und das ist ganz wichtig, weil in der Medizin wird oft nur die Hardware gesehen. Und es ist eben ganz wichtig, die Hardware kann nicht ohne die Software funktionieren, genauso wie Software nicht ohne die Hardware, das ganzheitlich zu sehen. Und gerade auch bei Fibromyalgie-Patienten,
Patienten, die wir ja oft auch haben. Man hat jetzt in neuesten Studien auch festgestellt, dass es vor allen Dingen ja auch der HSV1-Virus ist, der vor allen Dingen ja sich vor allen Dingen einsetzt. Es gibt Nervenbahnen, die sind vor allen Dingen im Bereich LG14, also in dem Punkt aller Strapazen und auch unten zwischen LG2 und LG1, so Richtung Sacrum. Und wir können mit einem Patches da ansetzen, dass wir relativ schnell einen Ansatz haben, da eben Viren aufzulösen. Wir haben auch Möglichkeiten, gerade im Bereich bei Herpes-Zoster, weiß man auch, dass in diesen Bereichen vor allen Dingen da die Viren im Körper vorhanden sind. Und da setzen wir dann direkt Pflaster an und können innerhalb von wenigen Stunden sehen, dass da im Körper auch was passiert, dass sich was verändert. Ja, ist klar. Also Viren sind ja nur Teile der DNA, die durch Traumata entstehen. Also das ist ja nur nichts, was da nun so besonders und krankheitserregend ist, sondern das sind ja die Ursachen dahinter, wie beim anderen auch und in der tiefen Psychologie, das ist natürlich besonders klar. Ja, Andreas Winter war ja im Suchtsymposium mit dabei und das war ja ein hervorragender Vortrag, so nach dem Motto. Ja, es ist lernet also, ihr wieder selbst zu vertrauen. Dann ja, war jetzt mehrere Ausbildungen, habe ich bei ihm gemacht und wir begleiten ihn. Mittlerweile ist auch eine Freundschaft daraus entstanden. Also es ist ein tolles Wissen, das wir vermittelt bekommen haben in dieser Zeit. Und ich bin dankbar, weil ich bin jemand, der auch sehr viel fühlen kann. Und ja, aber es ist einfach mich nochmal unterstützend gewesen, diese Ausbildung eben zu machen. Und das müsste eigentlich jeder intensiver auf dieses mal zurückgreifen können, gerade im Bereich der Psychologie, ganz wichtig. Aber oft ist die Zeit ja in der Praxis bei einem Arzt gar nicht gegeben, um dass er sich so eben dann kümmern kann. Und deswegen bin ich froh und dankbar, dass ich dieses Wissen habe und nutze es immer wieder. Und ich sehe auch, ich arbeite seit 30 Monaten mit den Patches. Ich darf ja auch Ärzte und austherapierten Menschen mittlerweile begleiten. Und da kommt mir dieses Wissen eben sehr zugute. Und wenn man da auch mal ein gutes Wort hat und auch mal nur einen Griff, mal einen anfassen, man weiß ja oft mal, vielen Menschen fehlt auch eine gewisse Aufmerksamkeit gleich Liebe und so eine Körperberührung oder einfach ein Satz dazu gesagt, wer hat dir die Luft zum Atmen genommen oder wer, was ist dir über die Leber gelaufen und wupp, hast du schon so den manchen Klienten und es kommt dann direkt Pipi in die Augen und du weißt, du hast den richtigen Weg und das ist ganz wichtig, dass wir das eben mit angehen. Ne? Nee, also es hört sich alles hervorragend an. Wir werden nachher dann noch gucken, dass wir dann neben das Video halt dann die Adresse, dass man jetzt halt auch Therapeuten finden kann. Also ist ja nicht so nach dem Motto, da und da gibt es die Patches zu kaufen und dann fangen wir alle an, wild an uns rumzukleben, sondern dass wir da sagen können, okay, dort findest du die Liste derjenigen Therapeuten, die dir helfen können, diese zu kleben, damit du es für dich lernst, damit du weißt, wie du dich selbst unterstützen kannst. Und das ist natürlich gerade in unserem Netzwerk wichtig, dass man weiß, wen kann ich eigentlich empfehlen, wenn wir selbst mit unseren Mitteln und Methoden irgendwo an die Grenzen kommen oder wenn jemand sagt, ja, unsere Mittel und Methoden passen gerade nicht so, wir hätten gerne was anderes mal ausprobiert. Das finde ich toll und deswegen bin ich dankbar, dass es so eine Möglichkeit gibt, sich einfach auch mal zu präsentieren, zu zeigen, was es für eine Möglichkeit gibt, weil, wie gesagt, ich hatte es ja vorhin schon mal kurz erwähnt, auch privat, dass es erst ca. 3% Bekanntheitsgrad hier in Deutschland hat und mir ist es einfach ein Anliegen, das in die Welt zu tragen, weil ich ganz, ganz viele Gänsehautmomente erleben darf, auch gerade bei Facialis Paresis und das haben jetzt eben immer mehr auch Schwangere zwischen 23. und 24. Schwangerschaftswoche, wobei wir es mittlerweile auch auf die Keuchhustenübungen ein bisschen zurückführen, die oft noch gegeben wird in der Schwangerschaft und wir können ja, einfach direkt sehen, wie sich die Mimik verändert, wenn wir die Patches setzen. Und das ist so viele Gänsehaut und Umarmungen, die ich in den 30 Monaten auch an Liebe zurückbekommen habe. Das ist einfach wunderbar und deswegen ist es unser Leben geworden. Nee, also deshalb mache ich es ja auch, damit möglichst viele Menschen halt sagen können, okay, ich kann mir aussuchen, es gibt noch was anderes in der Medizin,
Und erst recht, wenn mein Arzt an die Grenzen kommt, heißt das nicht, dass die Welt zu Ende ist, sondern dann fängt das Spannende des Lebens erstmal an. Dann darf man sich selbst näher kennenlernen, seine Selbstheilungskräfte erforschen und gucken, was ist das eigentlich für ein komisches Ding, in dem ich da gerade zu Besuch bin, den man sonst immer Körper nennt. Ja, genau. Und es ist leider in der Medizin ja oft so, dass mit der Angst des Menschen gearbeitet wird. Und Angst, wissen wir alles, ist der Auslöser für Stress. Und Stress ist eigentlich für alle Krankheiten. Angst ist ein guter Verkäufer. Ja. Von daher, sobald die Angst kommt, ist der Verstand weg. Aber ich muss sehen es oder merke eben, es beginnt ein Umdenken. Genau. Der Mensch ist mittlerweile so gut aufgestellt, dass er sich doch eben ein bisschen mehr informiert. Und ja, das merken wir. Das Umdenken ist da, der Zeitpunkt ist gekommen. Wir haben ja auch vor allen Dingen Edgar Cayce hat ja mal gesagt, das ist der schlafende Prophet. Der war ja Heiler, er konnte Sachen voraussehen, er konnte tagesgenau sagen, wann der Erste und Zweite Weltkrieg stattfindet und auch Kennedy ermordet wird. Und er hat gesagt, Licht wird die Medizin der Zukunft sein. Und ich glaube, offensichtlich hat diese Zukunft bereits begonnen. Also ich kann es erleben und ja. Sie fängt bei dir an, bei mir fängt sie auch an. Also von daher sind ganz viele Stellen, an denen es anfängt. Und das können wir gerne weiter unterstützen. Ja, genau. Und von daher bleiben deshalb dafür verbunden. Und ich sage jetzt dann tschüss. Vielen Dank für dieses Interview. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Wenn man mehr dazu wissen will, gibt es ja wie immer die Möglichkeit, unten im Kommentarbereich zu fragen. Dann tue ich es eigentlich weiterleiten. Oder ansonsten gibt es ja auch deine E-Mail-Adresse und daneben oder deine Internetseite, dass die Menschen dich finden. Dass sie dich, falls ich jetzt eine Frage nicht gestellt habe, sie dir persönlich stellen können. Jederzeit. Ich danke auch für die Möglichkeit, dass ich ein bisschen was darüber sagen durfte. Ja, einfach herzlichen Dank. Okay. Tschüss. Danke. Tschüss.